Ja, wir leben in einer Welt der Daten und ich glaube, mit einige der sensibelsten persönlichen Daten sind im Grunde die Bankdaten und ja, weil damit eigentlich man einem alles stehlen kann, was man auf dem Konto hat. Und wir werden jetzt gleich in diesem Vortrag mal live erleben, wie man nur mit einem Smartphone die Bankdaten stehlen und für 600 US-Dollar auf Amazon shoppen gehen kann. Viel Spaß. Dankeschön, passt. Ich glaube, kommt an, gell? Danke. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht ein einziges Mal probiert, nicht ein einziges Mal durchgesprochen. Ich habe auch, muss ehrlich sagen, bis heute Morgen keinen einzigen Vortrag vorbereitet. Aber ich habe es heute Morgen nochmal geschafft, in ja, für mich fast Rekordzeit, in 35 Minuten, mir mit gestohlenen Bankkartendaten auf Amazon, gefakten Identität, mit einem gefälschten Bankkonto, gefälschten Gmail-Konto auf Amazon in den USA, meine Bankkartendaten dort einzulesen. Und das Schwierigste für mich war eigentlich in den 35 Minuten, ich musste einmal auf Toilette, zweite Mal habe ich einen Kaffee noch getrunken und beim dritten Mal nebenbei musste ich mir noch ausdenken, was kaufe ich mir denn eigentlich? Schauen wir, was bei rauskommt, das ist mehr als 600 Euro. Hintergrund ist der folgende, ich lege jetzt einfach mal das Mikro weg, mache das mal ganz laut oder gleich. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle, dass man Bankkarten hat, mit denen man jetzt in Lidl, Aldi, Rewe geht, zack, drangehalten, ist bezahlt, kontaktlos. Ist zu leise? Ah, super. So, und dann geht es halt darum, dass wir jetzt kontaktlos mit der Bankkarte bezahlen können. Also nehmen wir einfach unsere Karte raus, halten sie an. Bei den meisten Banken ist es bis 25 Euro oder 29 Euro geblockt. Bei der DKB zum Beispiel, war ich selber erschrocken, sind es 50 Euro. Das Ganze kann ich viermal machen, bevor die Bank nach dem PIN fragt. Das zeigt jetzt unsere ganzen Bankkarten, die haben oftmals dann dieses kleine Wi-Fi-Signal. Die halten wir einfach nur an und können damit bezahlen. Die funken, die senden, die sollen auch senden, ist ja super toll. Macht sich viel, viel einfacher beim Bezahlen. Großes Problem ist aber das folgende. Ich nehme jetzt zum Beispiel mein Portemonnaie, Vorführeffekt, mal sehen. Steck's mir sogar mal in meine Hosentasche. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Kamera meine Bankkarten nicht sieht. Neben mir ein stinknormales altes Telefon, das hat nicht mal eine Internetverbindung, kein GSM. Und neben mir sogar eine kostenlose App. Gibt es tonnenweise davon. Und wenn ich jetzt das Glück habe und bei der Vorführeffekt das auch noch funktioniert, habe ich selbst durch meine Hosentasche gerade eben meine Bankkartendaten ausgelesen. Das mache ich gerne nochmal. Einfach dranhalten, wenn ich weiß, wo zum Beispiel, na, da ist es. Und wenn ich das jetzt mit einem stinknormalen Telefon kann, dann können das irgendwelche, ich glaube, hier in der Halle gibt es genügend Geeks und Hacks, die sich eine stark genug Antenne bauen, eine Sendeleistung draufsetzen, dass man bei 13,56 MHz bis zu ungefähr einem Meter, also jeder ihrer Nachbarn könnte rein theoretisch die Bankkarten des anderen auslesen und die dann so dafür zu nutzen, um online shoppen zu gehen. Es gibt mittlerweile sogar Online-Bausätze, wo man bis zu 20 cm selber ja, also diese Distanz überbrücken kann. Problem ist jetzt, ich gehe in dem Kollegen jetzt, der steht vielleicht an der Kreuzung und ich gehe hin. Mitbekommt. Was ich damit dann mache, ist das. Ich gehe zum Beispiel zu Google, tippe einfach nur einen Fake Name Generator. Nächster Schritt ist der, da kommt dann eine Webseite, klicke ich zum Beispiel auf das erste Suchergebnis, gehe dort drauf, da ist schon eine weibliche Identität automatisch generiert. War das jetzt die? Entschuldigung, ich hatte eine andere. Da war Linda Robinson, wie auch immer. Und da habe ich gesagt, mit der Identität, die zeigen zum Beispiel die E-Mail-Adresse, die zeigt das Geschlecht, das Gewicht, die Körpergröße, wann sie geboren wurde, wie alt, welche E-Mail-Adresse, welches Passwort für eine E-Mail-Adresse. Ob die Daten jetzt wirklich irgendwo herkommen, ob die einfach nur selbst generiert sind, ist erstmal was anderes. Ich habe aber diese Daten dann genutzt und zwar mir einmal eine Wegwerf-E-Mail-Adresse eingerichtet, auch solche Seiten gibt es, dass man im Prinzip E-Mails empfangen kann, ohne dass ich ein eigenes Konto habe. Oder aber mir ein Google-Konto angelegt mit, damals war es die Linda Robinson, und habe mir dort ein Google-Konto angelegt, klappt ja ohne Probleme. Dann habe ich mir gedacht auf der anderen Seite, verdammt, jetzt brauche ich eine Telefonnummer, um das Ganze zu verifizieren, dass auch ich das bin. Falsch gedacht, brauche ich nicht.
Was ich angeben muss, ist Geschlecht und an welchem Tag ich geboren wurde. Ich brauche keine Telefonnummer, um ein Gmail-Konto anzulegen. Akzeptiere natürlich alle Datenschutzrichtlinien. Welcome. Und lege mir dann bei Amazon zum Beispiel mit diesem Gmail-Konto ein Konto an. Da war ein Problem. Was war das heute Morgen? Ah ja, da habe ich diese Wegwerfadresse genommen, habe ich gemerkt, hey, das geht ja gar nicht. Habe mir dann aber diese Gmail-Adresse genommen, angemeldet, bekomme eine Bestätigung, nicht auf mein Handy, sondern auf meine E-Mail-Adresse. Gebe den Code ein, den habe ich ja per E-Mail bekommen, da steht er. Geh rein, gebe den an, geh auf Amazon. Leg mir mein Konto an und da kommt jetzt der Punkt von wegen, was wollte ich eigentlich machen? Keine $600, das habe ich vorher schon mal ausprobiert, sondern habe mir gedacht, jetzt kaufe ich mir irgendwas Schönes, Teures. Ich bin zwar überhaupt kein iPhone-Fan, kein Apple-Fan, ich nutze selbst Android, aber habe ich gesagt, jetzt suche ich mal ein iPhone 10 raus, kostet nur $1,099. Okay, nur noch 17 in Stock, also sollte ich mal schnell zuschlagen. Suche mir das raus, pack das in meinen Shopping-Cart, gehe zum Checkout. Bitte entschuldigen, wenn hier alles auf Englisch ist. Meine Partnerin, die steht da hinten und macht Fotos. Wir sprechen immer Englisch miteinander, sie ist Russin. Wir üben noch das Deutsch, deswegen ist bei mir auch alles generell in Englisch gehalten. Und dann kam der Gedanke, okay, jetzt habe ich im Prinzip alles im Shopping-Cart drin. Amazon hat ja noch gar nicht nach meinen Bankkartendaten gefragt, macht aber nichts. Aber ich habe mir dann gedacht, was mache ich denn, wo schicke ich mir das denn jetzt hin? Rein theoretisch könnte ich ja sagen, ich gehe zu Amazon, ich kaufe ein Produkt, dann muss ich ja irgendwann entgegennehmen und ach verdammt, an meine persönliche Adresse, dann kannst du irgendeiner im Nachgang dann nachvollziehen. So. Hab dann aber gesagt, ich habe früher das Glück gehabt, dass ich während meiner Schulzeit ein Jahr in den USA gelebt habe. Und da gibt es tatsächlich so eine schöne Stadt mitten in Michigan, die nennt sich Kalamazoo. Also eigentlich ein Name, den so gut wie keiner kennt, hier oben steht er. Kleine Stadt, also ja schon recht winzig klein, ein paar 10.000 Einwohner. Hab mir gesagt, ich kenne mich in Kalamazoo gut aus. In Kalamazoo gibt es einen McDonald's. Dann nehme ich mir die Adresse hier bei McDonald's und sage, da setze ich mich einfach hin. Wenn denn jetzt in den USA FedEx zum Beispiel ankommt, Donnerstag 14 bis 16 Uhr und möchte mir mein Produkt ausliefern, dann brauche ich eine Adresse. Also sage ich, ich gehe, setze mich in McDonald's rein, schaue schön aus dem Fenster, schlürfe einen Milchshake und nehme mir auch noch bei, ich gehe einen Schritt weiter, ich nehme mir die Adresse von der Country Administration oder County Administration, suche mir dort die Adresse raus, finde die heraus, hier drüben steht sie, 201 West Kalamazoo Avenue. Und gebe die einfach mit in meine Adressliste ein. Mein Name ist ja Linda J. Robinson. Ich wohne in der 201 West Kalamazoo Avenue. Da wurde es dann wichtig, dass ich mir eine Telefonnummer eingebe. Da habe ich jetzt wieder gedacht, verdammt, was mache ich denn da jetzt? Jetzt will ich meine richtige Telefonnummer nicht angeben. Ich habe keine US-Telefonnummer. Ja, ich gebe einfach irgendeine ein. Also ich meine, ich gebe eine Telefonnummer an. Die werden mich eh nicht anrufen. Die werden mich vielleicht anrufen, wenn es Probleme bei der Zustellung gibt. Oder wenn Amazon dann wiederum auf der anderen Seite sagt, ich möchte das Geld halt zurückhaben. So, einfach eine Telefonnummer angegeben, wird auch nicht überprüft. Und dann sind wir jetzt da. Da kann ich sagen, auch, natürlich möchte ich auf die Kosten des anderen noch Free Shipping haben, das Ganze ganz schnell. Warum soll ich denn noch warten oder warum soll ich extra zahlen oder wie auch immer. Und sagt, okay, continue, mach mal alles rein. Jetzt habe ich es hier mal ausgeblendet. Und habe jetzt meine eigenen Daten, die ich jetzt hier zum Beispiel gerade eben ausgelesen habe, ne, reingesetzt. Linda Robinson steht zum Beispiel auf der Karte. Und wenn es nicht auf der Karte steht, dann weiß ich zumindest vielleicht auch, von wem ich die Bankkarten gestohlen habe. Da brauche ich einmal über die Schulter gucken. Wenn sie jetzt beim Aldi an der Kasse stehen, lese ich ihren Namen mit, spreche sie an, frage einfach nach, wie auch immer. Setze es da rein. Gültigkeit, Achtung, add your card, Visa-Karte akzeptiert. Ohne irgendwelche Verifizierung. Ich brauche keine CVC2-Nummer, die auf der Rückseite der Bankkarte steht, nicht mal bei Amazon. Und das ist eine Zahl von, ich glaube, 2017 oder sowas war es, da gab es damals 6.000 Online-Shops, die keine CVC-Nummer von der Kreditkarte hinten verlangen. Ich muss ehrlich eingestehen, wir haben auch einen eigenen Webshop, und zwar WordPress mit WooCommerce. Und wenn ich das Ganze einrichte, dann ist es auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Stripe nutze, also wohl die größte Barzahlung, die größte Online-Zahlungsmethode für Sofortüberweisungen, Giro, Kreditkarte und was es noch alles gibt, da wird einfach erst gar nicht nach der CVC-Nummer gefragt.
Das heißt, die Kreditkartennummer, Name, Ablaufdatum, bumm, fertig. Und wie einfach die auslesen kann, habe ich ja gerade gezeigt. Ich sollte nicht vergessen dann am Ende, was wir eigentlich machen, und zwar, das ist das kleine Zauberteil, das kann das Ganze verhindern. Und zwar, also, gehen wir jetzt weiter. Shipping-Adresse, alles raus, Telefon ausgewählt, Adresse, Karte verifiziert, alles, was wir machen müssen, ist place your order. Ich habe es natürlich nicht gemacht, ich bin gerade nicht in Kalamazoo und auf der anderen Seite, ich brauche kein iPhone 10. Aber wir kommen halt bis zu dem Schritt eben hin und sagen, wir möchten jetzt eine Bestellung machen. Jetzt habe ich oft die Frage gehört, ja, wie sieht es denn aus? Jetzt stehst du beim McDonald's drin, du hast, FedEx kommt an und sagt, jetzt zeig mir mal bitte deinen Ausweis oder deine ID. Ja, dann gehe ich entweder mal zu Google, type ein US-ID-Template, damit ich mir eins vorlegen kann, oder ich gehe dann zum Beispiel, da gibt es sogar die Antworten direkt auf Google. How can I fake an ID-Card? Oh, so, jetzt war es groß geworden. Oder ich gehe zu WikiHow und da steht genau alles drin. How to make a fake ID. Erster Schritt, ich scanne meine eigene ID in einen Computer ein. Ich habe zumindest sogar auch noch eine US-ID, als ich damals in den USA gelebt habe. Nächster Schritt, ich nehme Adobe Photoshop, dann tausche ich aus, was ich noch brauche, mache vielleicht ein neues Foto mit rein, ändere die Textfields, was auch immer ich machen möchte, druck das einfach noch auf einem Heavy Cardstock, also ein bisschen dickeres Papier zum Beispiel mit aus. Schneide jede Ecke aus, mache dann ein bisschen Kleber dazwischen, laminiere das, wenn ich möchte. Noch ein Hologramm, das kann man sich auch drucken. Die haben übrigens da unten auch beschrieben, wie man sich ein Hologramm herstellt. Laminiere das Papier. Und wenn ich es richtig professionell machen will, das ist die Methode 2, dann schreiben sie mir auch, was für Materialien ich dort brauche. Und deswegen wollte ich es zeigen. Also ich habe wirklich heute Morgen ganz schnell noch Screenshots gemacht. Um 6.45 Uhr. Also um sechs, what time did I get out of bed? Was like 6, right? Ja. Ich glaube, um 6:09 war der Screenshot der erste gemacht. Wie gesagt, dann habe ich mir noch einen Kaffee getrunken, dann war ich nochmal kurz auf Toilette oder im Badezimmer. Und 6:45 war ich mit falschem Gmail-Konto, mit falscher Identität, mit Amazon-Konto, mit Auslesen meiner Bankkartendaten und noch mit den ganzen Screenshots, um noch zu zeigen, wie mache ich meine Fake-ID. War ich 6:45 fertig. Dazu muss ich allerdings noch sagen, ich heute Morgen, um das hier ganz nochmal zu präsentieren, muss ich auch noch selbst ein bisschen recherchieren, habe also noch gelesen. Also wenn jemand wie ich das schafft, innerhalb von 36 Minuten sich da was einzulocken und ein iPhone 10 zu bestellen über gestohlene Bankkartendaten, dann finde ich das ziemlich erschreckend. Und was wir jetzt dagegen haben, sind Datenschutzkarten. Und diese Datenschutzkarten sind kleine Störsender, passiv, brauchen keine Batterie, die setzen wir einfach ins Portemonnaie hinein und dann schützen die in beide Richtungen, nach vorne und nach hinten, weil es ein kleines EMV-Störfeld generiert, also über eine Antenne per Induktion, da haben wir einen Schwingkreis drin, der ungefähr 15 bis 20 mm pro Richtung die Bankkarten schützt. Und dann nehme ich zum Beispiel wieder ein Lesegerät, wie gesagt, Trickbetrüger nehmen kein Telefon, die bauen sich eine Hardware, eine ordentliche Antenne dran und theoretisch könnten wir einen Meter Distanz erreichen. Die Selbstbausätze gibt es bei bis 20 Zentimeter schon online fertig zu kaufen. Ich brauche nur noch klicken, wo ich mir die Teile kaufe, schicke die nach Hause und stelle mich dann, wie gesagt, in die Straßenkreuzung, halte es nebenan, lächle noch schön. Wenn ich Glück habe, hat die Person eine DKB-Karte und dann winke ich halt viermal vorbei. 200 Euro, Dankeschön. Oder eben, wie gesagt, ich nehme halt die Bankkartendaten und geh online shoppen. Jetzt nochmal zur kleinen Störsenderkarte. Nehme ich will meine, muss mir umdrehen, meine kostenlose App. Halte sie mein Telefon dran. Ich sehe jetzt nicht, was passiert, aber ich würde ganz fest behaupten, da passiert nichts auf dem Bildschirm. Drehe mein Portemonnaie mal um. Würde behaupten, da passiert auch nichts auf dem Bildschirm. Habe ich ja Glück gehabt. Und das ist eben das, wofür wir sorgen wollen. Für Datenschutz im Portemonnaies mit einer kleinen RFID-Blockerkarte. Und außerdem stellen wir halt kleine Slim-Wallets her, die praktisch sind für die vorderen Hosentaschen, damit sie weg sind. Jetzt sollte ich mich ja natürlich wieder selber absichern, meine eigene Schutzkarte mit einstecken. Ab, zurück ins Portemonnaie, in die Hosentasche. Manche stellen wir aus Carbon her, die haben diesen Schutz gleich mit drin. Oder für alle anderen, für Slim-Wallets, als auch für jedes andere Portemonnaie. Ich glaube, 95% oder 98% der deutschen Portemonnaies sind unsicher, weil die keinen RFID-Schutz haben.
Und seit 2008 gibt es Gesundheit, gibt es funkende Kreditkarten. Seit 2012 gibt es das Girogo, was der eine oder andere kennen mag. Ich glaube, es kam von den Sparkassen. Und die hatten seit dann 45 Millionen Karten ausgegeben, die all diesen Funkchip haben. Und jetzt hat es natürlich jede andere Bank hat genauso nachgezogen. Die haben alle im Prinzip den NFC-Chip drin. Wenn man es nicht von Anfang an wirklich abbestellt, kommt die Karte automatisch mit Funkchip ausgeliefert, aktiv. Und da sagen wir, das kann nicht so nicht sein. Das wollen wir verhindern und zumindest einen Schutz machen. Die Banken wollen natürlich sicherlich nicht, dass wir darüber reden. Ich habe mit meiner Geschäftskundenbank darüber gesprochen und die sagen, ja, nee, Herr Herz, das geht ja gar nicht. Ich so, doch, gucken Sie. Das mache ich auch mit Ihrer Karte. So ist es eben. Also unser Ziel ist es wirklich, zum einen für Aufklärung zu sorgen und zum anderen, dass man sie halt schützen kann mit Aluminiumfolien, mit Blockerkarten, dass man nur eine einzige in einem Portemonnaie steckt. Und deswegen sind wir hier. Jetzt sind wir natürlich ganz, ganz gerne offen für Fragen. Und nach dem Vortrag sind wir natürlich gerne nur den Gang runter. Ich glaube, der dritte oder vierte Gang nach hinten rechts rein bei den Startups. Das ist das kleine Äffchen wieder. Meine Freundin auch. Und ja, würden wir uns natürlich freuen, Sie am Stand begrüßen zu dürfen. Danke. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich lasse euch mal nebenan das Video mitlaufen. Da gibt's Hallo? Ein bisschen besseren Eindruck. Sind denn Zahlen bekannt, wie oft diese Betrugsfälle schon durchgeführt wurden oder werden? Die Statistiken suche ich auch noch. Tatsächlich. Ich kenne es auch im eigenen Umkreis, dass Leute schon hatten, dass sie ausgescannt haben oder eben, wie ich jetzt zum Beispiel vorgeführt habe. Das Problem dabei ist, wo werden die Dinger hingemeldet, wenn es solche Fälle gibt? Man kann sich jeder, wenn das passiert, wenn Daten ausgelesen wurden und nicht berechtigt Abbuchung gemacht wurden, an die Banken wenden. Die Banken werden aber alles dazu tun, das Ganze nicht offen zu decken. Die buchen wahrscheinlich das Geld dann auch wieder zurück für den Kunden, dass es dann auf Kosten der Bank im Endeffekt ist, oder? Richtig, dafür müssen die auch einstehen und einhaften. Das ja, ich meine, dann kann ich auch sagen, okay, dann ist es mir egal. Also sage ich jetzt mal provokativ. Richtig, genau. Kann auch sein. Auf der anderen Seite, ich muss ehrlich sagen, ich will diese Rennerei nicht haben. Mich dann mit der Bank auseinanderzusetzen und nachzuweisen, dass ich das nicht selber war. Aber die Banken, ich weiß nicht, ob in 100% der Fälle, ob die überall dafür einstehen, aber eine Bank mitzuteilen, dass die mir Geld geben sollen, wird schwer. Das ist übrigens hier gerade, Entschuldigung, wie man einen Reisepass ausliest. Da habe ich meinen eigenen Reisepass auch mit dem Telefon ausgelesen, das gleiche Telefon hier. Und was alles ausgelesen wird, bis hin zu Quersummen, Checktabellen. Kurz noch eine Frage, welche App ist das, mit der du das ausgelesen hast? Da gibt es tonnenweise Apps. Bei iPhone muss ich sagen, da gibt es glaube ich wenige, oder ich kenne mich noch nicht aus. Auf Android gibt es, ich habe zum Beispiel, da gibt es NFC-Tools, Peel Remote, nee, Remote nicht, NFC-Reader, Do-NFC, Read-ID, NFC-Passport-Reader, EMV-Card-Reader, NFC-Smart-Card, irgendwas. Und es kann massig Daten ausgelesen werden von jeder funkenden NFC-Karte, also NFC-Chip. Das ist nur also der Anfang. Ich habe gar nicht viele installiert. Die Schutzkarte kostet normalerweise 15, jetzt darf ich allerdings natürlich Werbung machen, hier auf Messe 13. Und wir machen jetzt eine Aktion, dass wir für Pärchen, also eine für Sie, als auch für das Portemonnaie Ihres Mannes, kostet dann 22 statt 26. Und wenn man die ganze Familie ausstatten möchte, es ist ja bald Ostern, 3 Karten 30, 4,40 Euro, 5,50 Euro, normalerweise aber 14,90 Euro eine Karte online. Gut, ich glaube, wenn keine Fragen mehr sind, stehst du an deinem Stand noch zur Verfügung. Dann sage ich vielen Dank, dass du unsere Geldbeutel sicherer machst. Und danke fürs Zuhören. Darf ich noch ein ganz kleines anderes Video zeigen? Klar, bitte. Dauert nur 19 Sekunden. Und zwar zeigt da einer, jetzt auf YouTube zu finden. Der geht einen nichts ahnenden Kunden, das ist natürlich bestellt, am Bankomat mit einem Bezahlterminal an die Hosentasche. Und Achtung, was passiert? Der Zettel kommt raus. Ist bezahlt. Überwiesen. Dankeschön. Startups, Ecke 7, Stand 87, hieß es. Dankeschön euch.